Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir spielen heute wieder eine Runde GTA 5 Custom Maps zusammen mit dem Hero. Und der Fudgio, Alter. Und das ist die erste Map des Map-Wettbewerbes. 3 Stück wurden mir eingesandt, ganz schön viele, Kappa. Du hast ein Map-Wettbewerb. Ach, vom Erdogans Lustknaben, oder was? Ja, vom Erdogans Lustknabe ist die Map. Da stand's gerade rechts. Die anderen beiden folgen dann in den nächsten beiden Tagen und ihr könnt mit euren Likes quasi abstimmen, welche Map die bessere ist. Aua. Toi. Alter, du hast so ein Glück, dass kein Kontakt da ist. Ich nehme immer bei den Map-Wettbewerben die Einstellung des Map-Erstellers. Oh, ja. Er fährt einfach entspannt da hoch. Ja, hoffentlich funzt das hier alles, weil dann bis hierhin hat es funktioniert. Das ist ja gute Karten, wa? Ich drück einfach gar nichts, ne? Ich auch nicht. Doch! Wenn da steht automatisch, dann mache ich automatisch. Wo hast du was gedrückt? Bei diesem Dreher da. Echt? Ich hab nichts gedrückt. Bisher immer noch nicht. Also dass er sich halt an den Wallride dran dreht. Okay. Ich drück einfach nur Gas. Tschüss, Hero. Nein, ich wollte dich noch blocken, Alter. Shit. Kein Kontakt, hast du schon vergessen? Ach ja, fuck. Bei mir ist komplett automatisch bisher. Ich drück nur Gas. Nee, gar nicht. Also, es hat halt nicht geklappt. Ne? Aber ich glaube, ich kann hier noch weitermachen. Ganz am Ende war nicht automatisch bei mir. Aber wirklich ganz am Ende. Ach da. Ja. Ja, vielleicht falsche Geschwindigkeit oder was weiß ich. Ja, alles sein, ne? Du hast ja zweiten Speed quasi. Ja, der hätte mir gerade fast das Leben gekostet. Okay, was kommt hier? Hä, man hatte hier die Wahl zwischen Fahrzeug wechseln und... Und hast gewechselt? Nein. Mach ich das doch mal. Jetzt hat er gleich Fatschi und ist mega langsam. Und? Ich hab so einen scheiß 18-Wagen, Alter. Der richtig langsam ist? Ja. Schade. Nein, ich konnte eigentlich nochmal wechseln. Hat sie verpasst. Ja, ich bin außerdem in den Punkt gefahren. Du musst jetzt wohl mit dem 18-Wagen die Map beenden. Oh, shit. Los hier. Oh, jetzt habe ich die Fatsche. Oder? Ja. Runde 2. Okay, ihr seht schon von der Zeit her, es wird wahrscheinlich eine relativ kurze Folge heute. Weil damit ihr auch abstimmen könnt, muss ich natürlich eine Map pro Folge nur machen und nicht mehrere. Sonst könnte man ja gar nicht vernünftig abstimmen. Ne? Ja, du kannst ja auch einfach gleich den IT-Wagen nehmen. Wo bist du denn schon? Ich bin jetzt gesehen. Okay. So schlimm war es jetzt auch nicht mit dem Auto, aber. Hätte schneller gehen können, wa? Jetzt hat es bei mir auch nicht geklappt. Ich hing da so richtig hochkant drin. Ja, ja, ich auch. Genau so. Und machst du weiter oder? Ich mach weiter. Damit du zweiten Speed hast, ich bin ja fair. Schade, ich dachte, ich überhole dich noch. Jetzt hat auch nicht geklappt. Hängst du, ne? Fuck. Hier klappt's nicht. Okay, das ist halt speedabhängig, ne? Das ist. Also bei mir hätte es jetzt geklappt, aber irgendwie danach. Ja, es ist. Hat halt eine ganz andere Geschwindigkeit jetzt. Übel durchgeboostet. Was? Nein! Oh. Alles neu oder was?
Na, ja! Als ob du den Sprung nicht geschafft hast. Den letzten Jump, da bin ich rechts daneben gesprungen. Aber jetzt habe ich zweiten Speed, jetzt kann ich einfach Gas. Wohlverdient Erster. Wohlverdient? Hat er das gerade gesagt, Freunde? Na komm, ich nehme, weil du es bist nämlich ein 18-Wagen. Weil man kann hier nochmal wechseln. Vielleicht kriegt man dann ja den ultimativen Boost. Ne, ist wieder der Osiris. Schade. Also beim letzten Jump, da stimmt irgendwas nicht. Ich meine, ich habe ihn jetzt auch. Warte mal vom Ziel, damit ich auch wieder anfangen kann. Das ist mir schon klar. Aber jetzt Ausrede, ist ja ein Map-Wettbewerb. Nur um es gesehen zu haben, nehme ich jetzt gleich auch den A-Teamer, welcher auch immer das ist. Aber finde ich auch gut bei sowas mehrere Runden, weil wenn man es so verkackt, kann man halt trotzdem noch irgendwie aufholen. Ich finde das nicht gut. So, lese ich mal durch, was da steht. Ja, den schönen Van am Start. In-game at Erdogans Lustknabel. Ich wechsle jetzt auch nicht. Punkt V10. Okay. So. Er fährt geradeaus. Der Respawn Hero. Kommt mit dem Fade-Team. Alter, das war aber knapp jetzt. Freunde, wenn euch die Map gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ihr könnt mit euren Daumen nach oben entscheiden, wer den Map-Wettbewerb gewinnt. Daumen nach unten zählen nicht. Von daher, ja. Schauen wir mal, was es gibt. Morgen dann die nächste Map des Map-Wettbewerbes. Bis dahin. Haut rein, guckt auch bei Hero vorbei. Ciao. Ciao.